Der 15. August, verehrte Zuschauer, ist alljährlich der Höhepunkt des mittelschwäbischen Wallfahrtsortes Maria Vesperbild. Das Pontifikalamt in der dortigen Fatima-Grotte zelebrierte heuer der Weihbischof von Sarajevo, Dr. Pero Suda. Die Wallfahrtsdirektion möchte damit ein Zeichen der Verbundenheit setzen mit der blutenden und leidenden Kirchengemeinde Sarajevos. Rund 15.000 Menschen waren es wieder, die zum Hochfest der Aufnahme Marias in den Himmel zur bekannten Fatima-Grotte kamen. Aus nah und fern, selbst aus dem benachbarten Ausland, strömen das ganze Jahr über mehr als 300.000 sorgenbeladene und heilsuchende Gläubige zu dieser Zufluchtsstätte Mariens. Eine Unzahl von Votivtafeln zeugen hier von Ehrfurcht und Dankbarkeit für empfangene Hilfe der Gottesmutter. Am diesjährigen Marianischen Hauptfest wurde ganz im Sinne der Botschaft von Fatima für den Frieden gebetet. In der Begegnung zwischen Gott und Mensch ist viel wichtiger das, was wir spüren, als das, was wir verstehen, denn die größten Wahrheiten unseres Glaubens können wir sowieso nicht verstehen. Ich komme aus einem Land, wo die Menschen Tag für Tag getötet werden oder von Hunger sterben müssen. Mit und durch diese Menschen stirbt auch die Kirche Gottes in einem Land, das Bosnien und Herzegowina heißt. Dort werden die Kinder Gottes und die Kinder der Kirche vom Hass und Tod vernichtet. Im 3 Jahre der Aggression wurden über 200.000 Menschen ermordet, über 400.000 schwer verletzt, 1.500.000 von ihrer Heimat vertrieben. In der Erzdiözese Sarajevo-Vrbosna sind von 528.000 Katholiken nur noch knapp 200.000 geblieben. Diese Menschen verlieren fast den Mut zum Leben. Wo der Tod herrscht, ist schwer an das Leben noch zu glauben. Die von den Menschen so sehr enttäuscht werden, sind in Gefahr, den Glauben auch an Gott zu verlieren. Ein eindrucksvolles Bild einträchtigen Christentums bietet alle Jahre die große Lichterprozession über den Schlossberg im Anschluss an das Pontifikalamt. Der kleine Wallfahrtsort Maria Vesperbild im Landkreis Günzburg, aber auch unweit von Augsburg entfernt, ist mit seinem dicht gedrängtem Jahresprogramm auch ein sehr beliebter und idyllischer Ausflugsort. Seit 10 Jahren nun gibt die Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild einen eigenen Wallfahrtskalender heraus, der sich von anfänglich einigen wenigen bescheidenen Seiten bis zum heutigen schmucken Büchlein gewandelt hat. Unter den fast 1000 Terminen finden sich darin Gottesdienste ebenso wie Fahrzeugsegnungen, Fatima-Tage und Lichterprozessionen zur Mariengrotte. Der Kalender ist kostenlos zu haben. Im heiligen Jahr 2000 wurde auch die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild zur Jubiläumskirche ernannt. Dadurch haben die Gläubigen auch hier die Möglichkeit, den vom Papst verkündeten Jubiläumsablass zu erlangen. Was bedeutet dieser und wie bekommt man ihn? Der Ablass ist der Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen, die sich so im Verlauf eines Lebens ansammeln, für all die Dinge, die man angestellt hat, die man bewusst falsch gemacht hat, die einem in der Schuld nachgelassen sind, aber nicht in der Strafe. Kurz, beim Ablass geht es um den Nachlass der Fegfeuerstrafen. Den Ablass kann man gewinnen, indem man zu einer Jubiläumskirche geht, wie Maria Vesperbild. Man sollte gebeichtet haben, man sollte die Heilige Kommunion empfangen haben und man sollte in der Meinung des Heiligen Vaters 1 oder 2 Gebete gebetet haben. Wir hier in Maria Vesperbild haben sozusagen eine Gebrauchsanweisung für den Ablass vorbereitet, wo alle Bedingungen genau aufgeführt sind
und wo auch die Gebetsmeinungen des Heiligen Vaters angegeben sind. Pfingsten war für die bekannte Wallfahrtskirche Maria Vesperbild wieder ein großes Fest der Erleuchtung und der Lieder. Heuer ist außerdem ein Jahr des Dankes und eines Jubiläums. 250 Jahre nämlich steht diese bekannte Wallfahrt im Dienste der Schmerzensmutter. Der Gnadenort Maria Vesperbild liegt auf einer Anhöhe 30 Kilometer westlich von Augsburg im idyllischen Naturpark Westliche Wälder. Er ist einer der bedeutendsten Marienwallfahrtsstätten Bayerns und seine Rokokokirche mit dem 42 Meter hohen Zwiebelturm eines der schönsten Baudenkmäler Mittelschwabens. Der Sakralbau wurde vom schwäbischen Baumeister Georg Hitzelberger errichtet und am 7. August vor 250 Jahren eingeweiht, am Todestag der heiligen Afra, der Patronin des Bistums Augsburg. Neuerdings ziert wieder ein schmucker Marienbrunnen den neu gestalteten Kirchenvorplatz, nachdem bei Bauarbeiten hierzu ein alter Brunnenschacht aus dem Jahre 1673 entdeckt wurde, der die Wiederherstellung ermöglichte. Brunnen und Statue wurden am Festtag der Patrona Bavariae, dem 1. Mai, eingeweiht. Das Pontifikalamt am Pfingstsonntagabend zelebrierte der Abt von Otto Beuren, Paulus Wegele. Im Zuge der Umgestaltung des Kirchplatzes wurden zwei Bildschirme installiert, um die Gottesdienste auch optisch ins Freie zu übertragen. Wenn allerdings die Abendsonne darauf scheint, ist das Bild nur schwer erkennbar. Nach dem Pontifikalamt formierten sich wieder rund 3000 Gläubige zur Lichterprozession über den Schlossberg zur Fatima Madonna in der Grotte. Jährlich kommen eine 500.000 Pilger hierher und zur Fatima-Grotte im nahegelegenen Buchenwald. Auf tausenden von Votivtafeln drückt sich hier der Dank der Gläubigen für die Hilfe der Mutter Gottes aus. Riesige Votivkerzen stammen von Pilgern aus aller Welt und zeugen von der internationalen Bedeutung Maria Vesperbilds. Maria Himmelfahrt ist alljährlich der Höhepunkt im bekannten mittelschwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild. Heuer stand der Marianische Festtag ganz im Zeichen seines Jubiläums, denn vor 250 Jahren wurde die im Rokoko-Stil erbaute Wallfahrtskirche eingeweiht. Prominentester Zelebrant und Prediger war heuer der Erzbischof von Madrid. Vor rund 18.000 Pilgern zelebrierte der spanische Gast Antonio Maria Kardinal Ruco Varela das abendliche Pontifikalamt an der idyllischen Fatima-Grotte. Der bekannte Theologe studierte in München und war hier mehrere Jahre Hochschuldozent. Daher fiel es dem fast 70-Jährigen leicht, seine Predigt auf Deutsch zu halten. Beeindruckt von einem so großen Zustrom von Gläubigen in einem so kleinen Ort, sah er Zeichen der Hoffnung in diesem katholischen Aufbruch in einer Zeit, in der eine mächtige Kultur des Todes den mutigen und lebensbejahenden Blick auf die Zukunft so schwierig macht. Wir, die Menschen, sind nicht zum Tod. Wir sind nicht zwei Leute, die in der Schöpfung an der Unmöglichkeit eines nach der Wahl oder Wahl und Hecken, sie richten den Leben zu scheiden. Anschließend setzte sich die überwältigend große Glaubensgemeinschaft zur traditionellen Lichterprozession über den Schlossberg zur Mariengrotte in Bewegung. Sie ist die größte in Bayern und eine in Deutschland einzigartige Dokumentation der Marienfrömmigkeit. Oh!
Zum Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel erstrahlte die Mariengrotte mit der Fatima-Madonna zum diesjährigen Wallfahrtsjubiläum in besonderen Glanz. Eine maßstabs- und originalgetreue Nachbildung der Wallfahrtskirche war vor der Marienstatue platziert, inmitten eines prächtigen, kunstvoll gestalteten Blumenteppichs und Lichtermeeres. Jährlich kommen 500.000 Pilger hierher in die von Buchenwald umgebene Fatima-Grotte. Auf Tausenden von Votivtafeln drückt sich hier der Dank der Gläubigen für die Hilfe der Mutter Gottes aus. Riesige Votivkerzen stammen von Besuchern aus aller Welt und zeugen von der internationalen Bedeutung der Gnadenstätte Maria Vesperbild. Die berühmte Mariengrotte mit der anmutigen Fatima-Madonna, Zuflucht vieler Leidgeprüfter, wurde 50 Jahre alt. Warum beten wir, dass gegrüßet seist du, Maria? Weil es sie grüßt mit den Worten des Boten des Engel Gabriel. Gegrüßet seist du, du bist voll der Gnade, du stehst in der Freundschaft mit Gott. Was sieht der Seher, Johannes? Er sieht eine endzeitliche Szene. Und es muss uns klar sein, dass nach dem Auftreten dieses Jesus, Jesus von Nazareth, die Endzeit begonnen hat. Und er sieht eine Frau bekleidet mit der Sonne, den Mond zu ihren Füßen. Und diese Frau schreit in Geburtswehen. Sie ist in der Erwartung eines Kindes. Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria. Auch heuer wieder beteiligten sich Tausende von Gläubigen an der traditionellen Lichterprozession, unter ihnen auch Diözesanbischof Dr. Walter Mixer. Maria Himmelfahrt ist der alljährliche Höhepunkt im bekannten mittelschwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild. Gerne habe ich diesen Termin wiederholt in mein Programm aufgenommen, denn schließlich bin ich eine der vielen Millionen Marienverehrer weltweit. Ich berichte heute ein letztes Mal aus der Mariengrotte, weil meine Sendelizenz nach 18 Jahren zum Jahresschluss ausläuft. Zum Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel erstrahlte die Mariengrotte mit der Fatima-Madonna zum diesjährigen Festtag im besonderen Glanz inmitten eines prächtigen, kunstvoll gestalteten Blumenteppichs und Lichtermeeres. Jährlich kommen 500.000 Pilger hierher in die von einem Buchenwald umgebene Fatima-Grotte. Auf Tausenden von Votivtafeln drückt sich hier der Dank der Gläubigen für die Hilfe der Mutter Gottes aus. Riesige Votivkerzen stammen von Besuchern aus aller Welt und zeugen von der internationalen Bedeutung der Gnadenstätte Maria Vesperbild. Auch heuer wieder ist mit dem lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Dr. Twall, ein bedeutender Zelebranz gewonnen worden. Vor rund 15.000 Pilgern zelebrierte der prominente Gasttheologe das abendliche Pontifikalamt an der idyllischen Fatima-Grotte. Maria ist unser Vorbild. Ihre Schweigungen und ihr ganzes Werk sind ein Ja, eine Antwort an den, der sie ruft und führt. Und unsere Mutter, die uns auf dem Weg des Glaubens vorangegangen ist und uns auch heute begleitet. Bitten wir um Schutz und die Fürbitte Mariens für dieses Land, Deutschland, für unsere Jugendlichen und unsere Familie. Um ihre Fürbitte für den Frieden im Heiligen Land, das dem Heiligen Vater so sehr am Herzen liegt. Wir können gewiss sein,
dass wir in Maria, der Mutter Gottes und unserer Mutter, auf diesem unserem irdischen Weg die beste Fürsprecherin, Begleiterin und Mutter haben, die uns zu unserer himmlischen Bestimmung der vollen Gemeinschaft mit Gott führt, damit wir einst dort sind, wo der ist, der uns die himmlische Wohnung bereitet hat. Anschließend setzte sich die überwältigend große Glaubensgemeinschaft zur traditionellen Lichterprozession über den Schlossberg zur Mariengrotte in Bewegung. Sie ist die größte in Bayern und eine in Deutschland einzigartige Dokumentation der Marienfrömmigkeit. Lassen Sie sich einmal fallen und entspannen Sie sich bei Impressionen aus der Mariengrotte des Wallfahrtsortes Maria Vesperbild. Alle Jahre findet wechselweise in Wemding, Kreis Donau-Ries, in Flochberg, Nordwürttemberg und in Donauwörth eine große Bezirkstrachtenwallfahrt statt. Am Sonntag, 6. Mai, ist turnusgemäß Flochberg an der Reihe. Sehen Sie dazu die Vorjahresveranstaltung zur Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in Wemding. Weit über 500 Teilnehmer versammeln sich alle drei Jahre hier am festlichen historischen Marktplatz von Wemding im Kreis Donau-Ries. Sie kommen mit ihren vielfältigen und bunten Trachten und Vereinsfahnen aus ganz Nordschwaben, Nordwürttemberg und Mittelfranken, um die alte sakrale Tradition zu huldigen. Nach dem Eintreffen aller Teilnehmer aus dem gesamten Riesbezirk setzt sich der farbenprächtige Zug in Bewegung. Himmel,
Zu Fuß und mit Musik voran geht es singend und betend hinaus zur idyllisch gelegenen Wallfahrtskirche Maria Brünnlein, die schon Tausenden von Pilgern und Heilsuchenden Trost und Hoffnung war und weiterhin bleiben wird. In der Kirche selbst findet anschließend ein festlicher Gottesdienst statt. Das Gotteshaus ist für viele Wunderheilungen bekannt. Eine Unzahl von Votivtafeln zeugen von innigster Dankbarkeit für erlangte Hilfe von der Gottesmutter Maria. In früherer Zeit soll die Gnadenstätte vorwiegend eine Wallfahrt für werdende Mütter gewesen sein. Besonders bei Rachen- und Augenkrankheiten versprechen sich die Gläubigen Heilung oder Vorbeugung. So herrscht nach den Gottesdiensten großer Andrang am Brunnen, um sich mit dem geweihten Wasser Augen und Hals zu befeuchten oder es zu trinken. In Flaschen abgefüllt wird es auch gerne mit nach Hause genommen. Der Wonnemonat Mai ist bei den Katholiken auch als Marienmonat sehr geschätzt und so ist er von jeher ein sehr religiöser Monat mit viel kirchlichen Veranstaltungen wie Maiandachten und Lichterprozessionen. Das sakrale Brauchtum wird im kleinen, idyllischen Weiler am Buckenhofen, Kreis Dillingen, besonders feierlich gepflegt. In grüne Hügel und braune Felder des waldreichen Rohrbachtales eingebettet, präsentiert sich der Weiler Buckenhofen mit seiner dominanten Wallfahrtskirche schon aus der Ferne. Im Jahre 1150 wurde das Gemeinwesen erstmals erwähnt und wechselte seine Grundherrschaft von den Herren von Buckenhofen zum Haus Hohenburg und schließlich zur Grafschaft Oettingen. Heute gehört der fotogene 100-Seelen-Ort zur 2 Kilometer entfernten Marktgemeinde Bissingen im Kreis Dillingen. Er ist als bekannter Wallfahrtsort auch ein sehr beliebtes, naturbelassenes Ausflugsziel. Den Grundstein der Wallfahrtskirche legte man im Jahre 1471. Anlass dazu war der Fund eines verfallenen Altars und einer unversehrten Marienstatue mit dem Jesukind aus dem Jahre 1400 bei Rodungsarbeiten. Eine Kopie davon steht in einer Muschelnische über dem Tabernakel des Hauptaltars. 1487 wurde in Rom der Ablass für die Wallfahrtskirche ausgestellt. Die meisterlichen Fresken im Deckengewölbe schuf der bedeutendste schwäbische Kirchenmaler Johann Baptist Enderle. Den Glanzpunkt stellt sein Hauptfresko im Langhaus der Kirche dar, die Huldigung der vier Erdteile an die Himmelskönigin. Maria. Fünf Jahre nach der Grundsteinlegung stiftete 1476 Graf Ulrich von Oettingen-Wallerstein eine ewige heilige Messe mit einer Kaplanei und berief Weltpriester hierher. Einen großen Aufschwung erhielt die Wallfahrt in Buckenhofen während ihrer Betreuung durch die Mönche des benachbarten Benediktinerklosters Mönchsdeggingen. Sie wirkten segensreich über 250 Jahre hinweg, von 1566 bis 1817. Jeden letzten Maisonntag beteiligen sich Tausende von Gläubigen an der Maiandacht mit anschließender Lichterprozession durch den Ort und die Fluren. Sie kommen aus der ganzen Nordschwabenregion und dem benachbarten Nordwürttemberg.
Rund 6000 Katholiken aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz kamen wieder zum alljährlichen großen Gebets- und Sühnetag zur Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen im Landkreis Neu-Ulm. Das Zwei-Tage-Programm, unter anderem mit Lichterprozession und Mitternachtsmesse, stand heuer unter dem Motto Die Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des Lebens und der Sendung der Kirche. Den Abschluss bildete die Marienfeier auf der großen Festwiese neben der Fatima-Grotte. Die Eucharistie, dasjenige Sakrament, in dem wir Gottes unendliche Liebe in der innigsten und in der nähesten Weise spüren können, die es gibt. Die Worte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, und das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Sie sagen uns immer wieder, Jesus ist eins mit uns. Er ist auf unserer Seite und es gibt nichts und niemanden, der uns je von seiner Seite trennen könnte. Die Entstehung der Gebetsstätte Marienfried geht auf ein Gelübde im Kriegsjahr 1944 zurück, abgegeben für die Verschonung der Pfarrgemeinde vor Kriegsschäden. Bereits 4 Jahre zuvor und jeweils am 25. April, Mai und Juni 1946 soll hier die Gottesmutter erschienen sein. Ein Jahr später wurde das Gelübde mit der Einweihung einer Gnadenkapelle eingelöst. Zunehmende Pilgerscharen erforderten die Errichtung einer Notkirche, die Marienfriedhalle, womit ein erster abgebrannter Fertigbau ersetzt wurde. Dieses Kreuz markiert die Stelle, an der ein endgültiger Kirchenbau entstehen soll. Marienfried besteht als Gnadenstätte schon jetzt aus einem umfänglichen Gebäudekomplex mit den Häusern Bethanien und Tabor sowie dem Verwaltungs- und Wirtschaftsbereich mit Pilgerheim. Bis zu 60 Personen können hier ganzjährig beherbergt werden. Zum 30. Jahrestag des Gelöbnisses wurde ein Bombenkrater zu einer Lourdesgrotte ausgebaut. Den vielen Wallfahrern zuliebe entstand zusätzlich eine Fatima-Grotte. Neben einem Rosenkranzweg beeindruckt vor allem ein Kreuzweg, den der Bildhauer Wolfgang Klein in 2-jähriger Arbeit geschaffen hat. Der Leidensweg Christi wird von teils lebensgroßen Terrakotta-Figuren dargestellt. Am Karfreitag findet auf dem Kalvarienberg im Kammeldal bei Wettenhausen im Kreis Günzburg wieder die traditionelle Osterwallfahrt statt. Es ist eine der größten und bedeutendsten im Regierungsbezirk Schwaben. Klein-Jerusalem wird er auch gerne genannt, der idyllisch im Kammeldal bei Wettenhausen im Kreis Günzburg gelegene Kalvarienberg. Die Gnadenstätte ist seit über 100 Jahren Ziel traditioneller Karfreitagswallfahrten. Weit über 500 Gläubige kommen am Leidenstage Christi aus nah und fern zu dieser Passionsandacht, um an den 28 Kreuzwegstationen zu beten. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Kreuz und deine Auferstehung hast du die Welt erlöst. Nichts haben sie Jesus gelassen. Nackt und schutzlos ist er zur Schau gestellt. Schau hin, schau nicht weg. Ursprünglich war hier der Schlossberg der Herren von Rockenstein, der Stifter des Klosters Wettenhausen. Zu deren Gedenken wurde anno 1725 ein Kreuz errichtet, das den ehemaligen Burghügel als Kreuzberg bekannt werden ließ. 1852 hat ihn Ortspfarrer Georg Meyer mit seiner Kirchengemeinde zum Kalvarienberg umgestaltet. Seit 1989 erstrahlt die Passionsstätte in neuem Glanz, nachdem sie für 200.000 Mark von Grund auf saniert und renoviert wurde. Ohne die tatkräftige Eigenleistung der gläubigen Schar wäre diese Kur auf 500.000 Mark gekommen und damit unerschwinglich gewesen.
Die freiwilligen Helfer leisteten hier über 5000 kostenlose Arbeitsstunden ab. Im Vordergrund der Erneuerung standen die 28 Kreuzwegstationen und Kapellen mit den sakralen Illustrationen vom Leidensweg Christi. Die ursprünglichen Halbreliefs im Nazarenerstil kamen dabei zu neuen Ehren. Ihnen mussten moderne, geschnitzte Bildnisse weichen, die 30 Jahre lang deren Stelle einnahmen. Eine der bedeutendsten Wallfahrtsziele in der Diözese Augsburg ist der Kreuzberg in Günzburg-Reisensburg. Kaum ein Tag vergeht in der vorösterlichen Wallfahrtssaison, an dem nicht irgendeine Betergruppe aus nah oder fern auf den idyllischen Reisensburger Kreuzberg kommt. Allein am Karfreitag dürften es nahezu 1000 Gläubige sein, die den Leidensgang Christi auf den steilen Berg Golgotha im Gebet nachvollziehen. Bitte für uns Kreuzträger, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Achte Station, Jesus begegnet den weinenden Frauen. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jetzt wird Jesus festgenagelt an dem Kreuz, das er selber trug. Er kann nicht mehr entrinnen. Er kann nicht mehr vor dem Kreuz fliehen. Heilige Maria, Mutter des Gekreuzigten, bitte für uns Kreuzträger, jetzt und in der Stunde. Ein besonderes Juwel ist die 12. Station, das kleine Kirchlein auf dem Berggipfel. Sein kunstvolles 1868 geschaffenes Wandgemälde Jesus am Kreuz stammt von Reisensburgs großen Sohn Georg Lacher. Es wurde 1985 bei der Renovierung wieder eingesetzt und stellt zusammen mit dessen Stationsbildern und Fresken eine Begegnung mit der ortseigenen Kunstgeschichte dar. Der gesamte Kreuzberg steht dafür als bleibendes Zeugnis. Georg Lacher gelangte als Maler der Nazarenerkunst in München zu großem Ansehen. Dort starb er im Jahre 1882. Am Schlossberg, wie er wegen seiner Nähe zum Schloss Reisensburg auch genannt wird, stehen 14 Kreuzwegstationen, 5 Bildstöcke, 3 Kapellen sogar und ein Ehrenmal. Die renovierte Gesamtanlage wurde bereits im 18. Jahrhundert errichtet. Auch 2 feudale Familiengruften findet man auf dem Kreuzberg. Über 1000 Gläubige feiern alljährlich am Pfingstmontag das Heiligblutfest. Grundlage der Blutsbruderschaft ist ein Partikel des Blutes Jesu Christi, gefasst in einer kostbaren Monstranz. Thank you.
Die heilige Reliquie des Erlösers stammt vom Fürstbischof von Augsburg und Konstanz, Johann Franz Schenk von Stauffenberg, der sie anno 1736 bei einer Romreise geschenkt bekam. Nach seinem Tod gelangte das kostbare Kleinod im Jahre 1750 über seine Erben in den Besitz der Jedinger Pfarrei St. Martin und wurde 1760 Anlass zur Gründung dieser Blutsbruderschaft. Kein geringerer als Papst Clemens XIII. Genehmigte die religiöse Verbrüderung und verlieh ihren Mitgliedern besondere Ablässe, die 139 Jahre später vom damaligen Augsburger Bischof neu bestätigt wurden. Deines kostbaren Blutes willen keinen von uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke alle, die dir auf dem Weg des Kreuzes folgen, mit deiner Kraft und Geduld. Wir bitten dich, erhöre uns. Mache deine heiligen fünf Wunden für die ganze Welt zu Quellen des Heiles und des Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. Vor Blitz, Hagel und Ungewitter, Herr Jesus Christus, Herr, erhöre mein Gebet, und lass mein Rufen zu dir kommen. Lasset uns beten. Ewiger Gott, gütiger Vater, durch deine Allmacht hast du alles erschaffen und regierst alles durch deine Weisheit. Wir bitten dich, halte ferne, was Wachstum und Gedeihen der Feldfrüchte bedroht. Du Geber aller Gaben, lass dein mildes Angesicht über uns leuchten, denn du bist ja Gott und Vater aller. Dir sei Preis und Dank durch Christus, unserem Herrn. Amen. Der Herr wird seinen Segen geben. Und der Segen des allmächtigen Gottes komme auf euch, eure Felder und Fluren, eure Familien, auf unser ganzes Land. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Blut Christi, ohne das es keine Vergebung gibt. Erbarme dich uns. Blut Christi, in der Eucharistie, Trank und Bad der Seelen. Erbarme dich uns. Blut Christi, Thron des Erbarmens. Erbarme dich uns. Blut Christi, Sieg über die Dämonen. Erbarme dich uns. Blut Christi, Stärke der Mörderer. Erbarme dich unser. Sinn und Zweck der Bruderschaft darf unter dem Oberbegriff Frömmigkeit und Nächstenliebe zusammengefasst werden. Um das christlich-soziale Engagement auch für das dritte Jahrtausend besser zu motivieren, hat Jedingens Pfarrer Horst Grimm die Bruderschaftsregeln neu und zeitgemäßer abgefasst, und zwar mit Einverständnis des Augsburger Diözesanbischofs Dr. Josef Stimpfle.
mit euch. So segne euch unseren ganzen Markt, der allmächtige Gott, der Vater. Für die Echtheit des Erlöserblutes steht übrigens eine Urkunde aus dem Jahre 1736 ein, die der Erzbischof von Ravenna seinerzeit unterzeichnete. Ich möchte ganz herzlich danken. Danken all den vielen, die sich für diesen Tag vorbereitet haben. Es war viel Mühe, bis so eine Prozession in dieser schönen, geordneten Art wieder gegangen ist. Es geht an beim Herrichten des Platzes und reicht bis zum Absperren der Straßen. Auch hier einmal unserer Feuerwehr und der Polizei herzlichen Dank. Ihnen allen, dem Chor, der Musik, den Himmelträgern, Fahnenträgern, Vereinsabordnungen, freue mich auch, dass der Marktgemeinderat in diesem Jahr so zahlreich an der Prozession teilgenommen hat. Ich würde mich freuen, wenn dies auch in Zukunft so wäre. Ihnen allen noch ein frohes Pfingstfest. Heute Nachmittag um 14 Uhr ist die traditionelle Heiligblutandacht. Trotz Urkunde die etwas peinlich oder dumm erscheinende Frage, ist diese Blutpartikel Christi wirklich echt? Für uns in Jettingen ist nicht entscheidend, ob es echt ist, sondern die Verehrung gilt Jesus Christus selbst, der für uns am Kreuz gestorben ist, der sein Blut vergossen hat. Und insofern ist sekundär, ob nun diese Reliquie echt ist oder nicht, sondern wir verehren bei der Prozession, und Sie haben es ja eben auch mitbekommen, Jesus Christus, er steht im Zentrum, er, der für uns gestorben ist, auferstanden, uns das Leben eröffnet hat, ein Leben ohne Ende, ein Leben in Fülle. Insofern ist nicht von Bedeutung, ob es nun echt ist. Die Urkunde sagt es, aber das ist sekundär. Sind im Altertum nicht viele Urkunden ausgestellt worden, vielleicht ein bisschen allzu freigebig? Das mag sicher sein. Es kam aus einer Zeit, wo die Reliquienverehrung überaus hoch war, wo auch ein Handel mit Reliquien sicherlich geschehen ist, und dass da die eine oder andere nicht echt ist sicher anzunehmen. Wobei wir ja auch mit der historischen Echtheit heute andere Vorstellungen haben als die Zeit, aus der diese Reliquie stammt. Konkret gesagt, welche Vorstellungen wären das? Wir meinen heute, es müsste historisch alles nachgewiesen werden, was damals eigentlich nicht so sehr im Vordergrund stand, sondern es galt für allgemein als gültig, wenn man so etwas ausgestellt hat. Also man glaubt ja einfach daran, ohne es anzuzweifeln. Ja, im Großen und Ganzen. Und das sollte man auch heute noch tun. Ja.